Wir müssen mehr Freiheit zulassen. Freiheit für die Bürger, dass sie mehr Netto vom Brutto haben. Freiheit für die Unternehmer, dass sie nicht in Bürokratie ersticken und auch nicht in der Steuerlast ersticken und in Abgabenwust, sondern dass sie wieder frei sich entfalten können, innovativ sein können, arbeiten können und den Wohlstand für unsere Kinder und Enkelkinder erwirtschaften. Das ist unser Plan. Also Steuersenkungen, gebt den Menschen mehr Geld, lasst den Menschen mehr Geld von dem, was sie erwirtschaften, und dann wird es auch wieder besser in unserem Land.